Hallo und herzlich willkommen zurück, meine lieben Freunde, willkommen zurück zum Borussia Dortmund Projekt. Ja, es geht weiter. Hakimi ist jetzt unser neuer Rechtsverteidiger. Van Bissaka ist weg. Das ist natürlich bitter, aber er hat sich halt lange verletzt. Reina hat sich auch verletzt, aber er kommt kurz vor dem Spiel gegen Hannover wieder. Da kann ich ruhig drauf aufbauen. Timo Werner, einfach eine 17er Form aktuell, ne? Der will einfach, der will, der hat einfach keinen Bock. Der hat einfach keinen Bock drauf, dass es hier anders läuft. Wir sind jetzt in der Schlussphase der Rückrunde der letzten Saison. Es geht weiter. Das ist Folge Nummer 3 von 4, die ich vorproduziere für meinen Urlaub, damit ich meinen ganzen Urlaub nichts zu tun habe und ja, nicht gezwungen bin aufzunehmen und meinen Urlaub einfach genießen kann. Natürlich werde ich zwischendurch, wenn ich Zeit habe, ein bisschen aufnehmen und wieder vorproduzieren. Aber das sehen wir ja dann, weil nach Dortmund ist ja Tottenham dran mit der Rebuild Challenge. Und der Umbruch-Challenge, besser gesagt, müssen wir mal schauen. Also als erstes nehme ich jetzt einen Schluck. Wir gehen in die Woche und dann nehme ich mal einen Schluck. Und wenn was Spannendes passiert, sehen wir uns. Ansonsten sehen wir uns kurz vor Hannover. Was laber ich eigentlich mit Hannover? Ich hab Hannover gesagt, weil ich das so hatte. Und wir spielen jetzt erstmal gegen Leverkusen. Ja, Leverkusen steht aktuell in der Tabelle abgeschlagen von den Europa-League-Plätzen und von den Conference-League-Plätzen. Und jetzt müssen sie gegen uns, ne? Ja, das wird natürlich kein schönes Spiel. Wir kriegen natürlich die ganze Zeit Angebote für unsere Jugendspieler, aber ich habe meine zweite Mannschaft so hart am struggeln. Alter, die ist ja gar nicht vollständig. Die holt sich die ganze Zeit schon Spieler aus der zweiten, aus der Jugendmannschaft. Und deswegen müssen wir mal gucken. Uli ist wieder fit. Der kommt auch direkt auf die Bank. Und dann gehen wir rein in das Spiel gegen Leverkusen und wollen natürlich momentan an unsere keine Gegentore-Phase ausbauen und geben unser Bestes. Wir gewinnen momentan. Die letzten zwei Spiele haben wir gewonnen ohne Gegentore. Kann man mit arbeiten. Und es ist so warm hier in der Fenster zu. Scheiße heiß ist es halt noch dazu. Und ich sitze hier quasi nur auf Boxerschloss und nehme für euch auf, damit ihr Content bekommt. Wir gehen auf jeden Fall mit 1-0 in Führung durch Nuno Mendes. Und der kriegt auch direkt die gelbe Karte. 16 Minuten später. Aber egal, solange er trifft, ist doch alles gut. Und mit Guerrero haben wir hochwertigen Ersatz. Kerem Demirbay, auch mit der gelben Karte in der 39. Und wir gehen mit der 1-0-Führung in die Halbzeit. Stark, stark, stark. So, Timo Werner ist gar nicht im Game, aber das ist egal. In der zweiten Halbzeit drehen wir richtig auf, gewinnen das Ding. Wir wollen das hier klar machen gegen Leverkusen schon früh. Die Spieler wärmen sich auf, Rudi brauchen nicht. Der muss nur zum Training erscheinen und wenn ich wirklich mal Testdegen habe, dann er ist einfach nur der dritte Keeper quasi, wenn Heckmann sich auch verletzen sollte. Rudi ist einfach nur auf der Bank. Gundé mit dem 2-0 unsere Verteidiger treffen. Oh, was ist da los? Mbappé kommt rein für Timo Werner. Macht da nochmal ein bisschen Stress vorne. Dann gehen wir jetzt in der 69. oder 70. nochmal kurz hier rein. Bringen Dembélé für Chiesa. Guerrero für den und Schlotte für den, damit wir hier ein bisschen unsere Ruhe haben und Reiner kriegt auch noch mal eine Pause. So, dann heißt es jetzt wohl ein bisschen hoffen, dass sich keiner mehr verletzt oder vielleicht sogar noch, dass sie hier was ausbauen. Aber es sieht nicht danach aus. 81. Minute, wir gehen gegen Ende des Spiels zu, kassieren sogar noch das 1:2, sehr bitter in der 83. Das macht es noch mal komplett spannend, das Game. Aber wir bringen das über die Zeit und gewinnen. Aber das Gegentor war halt zu viel. Das Gegentor war halt zu viel. Wir schauen 10:3 Chancen. Es geht wieder in Richtung, wir übernehmen das Spiel. Wir kontrollieren. Aber halt zu viele Chancen noch, ne? So, wir gucken uns die anderen Ergebnisse an. Wolfsburg spielt 3-0 gegen Freiburg. Leipzig 0-1 gegen Gladbach. Hoffenheim gewinnt weiterhin 2-0 gegen Frankfurt. Köln 1-0 gegen Mainz, Schalke 1-1 gegen Hertha, Stuttgart 3-0 gegen gegen Bremen, Bielefeld 0-3 gegen Bayern und Augsburg 1-2 gegen Hannover. Ja, und sie gewinnen auch. So, Spieltagsstatistik, wir schauen mal, Cassie ist wieder mal drin, Spieler des Tages ist aber mehr gegen Berisha, GG. Also, gegen Bremen angekommen, Timo Werner ist immer noch in Form, aber Mbappé auch, also lassen wir sie so spielen. Dann haben wir hier noch einen geschwächten Rainer, deswegen lassen wir Felix am Anfang anspielen und Felix lassen wir von Anfang anspielen, war richtig. Rainer kommt erstmal auf die Bank, kann vielleicht später nochmal reinkommen und wir gehen rein gegen Bremen und hoffen, dass unsere Mannschaft weiterhin so in Form bleibt. Das Gegentor war natürlich bitter, aber geht raus, spielt ordentlichen Fußball. Dieses Spiel gegen Bremen, gegen den 18. können wir wahrscheinlich klarer für uns entscheiden und ohne Gegentor, das wäre das Wichtige. Keine Gegentore mehr kassieren. Das ist mein Ziel für diese Folge.
Obwohl wir auch noch diese Spiele vor uns haben gegen andere Cheers auf jeden Fall mit. Gegen andere, gegen irgendwelche Mannschaften halt. Wo wir Gegentore kassieren können auf jeden Fall. Chiesa mit dem 1-0 in der 19. Schön früh in Führung gegangen, in den ersten 20 Minuten. Aber bis jetzt bleibt das auch dabei. Wir gehen in die Schlussphase der ersten Halbzeit. Passiert da jetzt noch was? Es sieht nicht danach aus. Wahrscheinlich gehen wir mit der 1-0 Führung. Ja, wir gehen mit der 1-0 Führung in die Halbzeit. Können wir hier noch was ändern? Kondé hat einfach eine ganz schlechte Form. Eine Fünfernote. Hakimi muss sich erstmal wieder warm spielen. Der Rest, ich habe gar nicht mit den Spielern gesprochen. Bestes Leben. Wer hat sich da verletzt? Gar nichts. Ich hab. Gar nichts. Hi. Okay. Nice one. Alles klar. Ich bin verwirrt. Aber egal. Sieht gut aus. Sieht gut aus. 65. Wir können einmal einen Durchwechsel machen. Mbappé, ja, Timo Werner kommt rein, Dembélé kommt rein, Reyna kommt rein für. Warte, warte. Anders machen. Mbappé darf einmal Stürmer spielen. Und Timo Werner kommt so rein. Dann machen wir das so. Dann machen wir das so. Reyna könnte ich ja noch reinbringen. Dafür kann ich Mbappé dann runternehmen. Und sonst bleiben wir erstmal so. Vielleicht bringt das ja was. Dembélé auf jeden Fall wichtig mit den 2-0 direkt zur Einwechslung quasi. Ja, genau mit der Einwechslung. Und da kassieren wir unser Gegentor. Mission, ich will kein Gegentor mehr kassieren. Und direkt das Gegentor. Beste Leben. Auf Ansage geführt. Reyna kommt nochmal rein für Felix. Mbappé bleibt einfach mal vorne im Sturm. Aber es sieht gut aus, dass wir das hier über die Zeit bringen können. Und wir machen es auch. Wir gewinnen wieder. Wichtig, 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 wichtig. Egal wie hoch die sind. Egal wie dreckig diese Siege sind. Wir schauen. 5 zu 8 Chancen. Zu ausgeglichen. Zu ausgeglichen für unsere Verhältnisse. Sie hatten sogar mehr Ballbesitz. Aber ist ja nicht schlimm. Wir schauen. Ja, Bayern mit dem 5-0-Sieg. Gladbach 1-0 gegen Köln. Bayern 5-0 gegen Stuttgart. Frankfurt 4-1 gegen Schalke. Leverkusen 0-1 gegen Hoffenheim. Hannover 0-0 gegen Wolfsburg. Freiburg 4-1 gegen Bielefeld. Hertha 0-0 gegen Leipzig. Und Mainz 1-1 gegen Augsburg. Wir, ja. Hoffenheim kassiert keine Gegentore. Wir dafür umso mehr. Sind momentan bei den 16 Gegentoren. In 19 Spielen ist zu viel. Und Bayern kommt immer näher dran an unsere 55 Tore. Ist einfach bitter. Spieltagsstatistik. Wir schauen. Mondes und De Ligt sind drin. Spieler des Tages. Ich wollte gerade sagen, Mondes. Ich meinte ja, Kondé ist ja runtergenommen worden. Spieler des Tages ist aber André Lukas Gudjonsson. GG. Jetzt also Stuttgart und Wolfsburg in dieser Woche. Wieder eine Doppelwoche. Wir stehen von der Mannschaft her gut da. Wir bringen Reyna wieder von Anfang an rein, der natürlich viel besser auf dieser Position performt als Joao Felix. Aber trotzdem bin ich einverstanden damit. Wir gehen rein, hoffentlich gewinnen wir wieder. Auch ohne Gegentor dieses Mal wäre schön. Geht raus, spielt ordentlich Fußball. Gott, ey, aussprechen müsste man sich können, ne? So, mal sehen, wie es dieses Mal läuft. Mit dem Weltfußballer Haaland. Nicht zu vergessen, in der letzten Folge wurde er Weltfußballer. Und ich weiß auch, wie der Titel für die letzte Folge heißt. Und ihr ja mittlerweile auch, wenn ihr diese Folge seht. Und ja. Ich bin gespannt, wie das hier weitergeht. Kondé auf jeden Fall wieder mit einer gelben Karte. Haaland mit dem 1-0. Vorlage Mbappé. Führich geht verletzt runter. Gute Besserung auf jeden Fall. Hoffentlich ist es nicht zu schlimm. Und es geht weiter. Mbappé macht auch das 2-0. Erstes legt er vor, zweites macht er selbst. Und es sieht gut aus. Mit einer 2-0-Führung in die Halbzeit kann ich durchaus mitleben. Gibt Schlimmeres. Gibt Schlimmeres. So, Assistent macht natürlich das hier. In der zweiten Halbzeit drehen wir richtig auf, machen das Ding hier klar. Spieler wärmen sich alle auf. Kondé wird auch gleich runtergenommen. Rulli braucht sich nicht warm machen. Großartig. So. Wenn wir noch das 3 zu 0 schießen, dann macht sich Kondé. Kann Kondé runtergehen, sonst werde ich ihn in der 65. selber runternehmen. Für Schlotte. Der kann auch noch mal ein paar Minuten bringen. Dembélé kommt für Chiesa rein. Joao Felix kommt für Reyna rein. Der macht sogar direkt das Tor. Timo Werner gibt Mbappé noch mal eine Pause. Und Guerrero kommt rein für Kessié. Mendes auch noch mal mit dem 4-0. Stark. Wir haben keine Auswechslung mehr möglich. Hätte Vitinha reinbringen können, ne? Ja, bitte. Aber egal. 4-0 Sieg gegen Stuttgart.
Wir bauen unsere Offensive noch mal ein bisschen weiter aus und unsere Defensive steht auch gut da. 1 zu 10 Chancen, so will ich das sehen. So will ich das sehen. Stark dominiert auf jeden Fall. Ergebnisse schauen wir uns mal an. Wolfsburg gewinnt 0-1, spielt 0-1 gegen Bayern. Leipzig 3-1 gegen Mainz. Hoffenheim gewinnt weiter. Die gewinnen einfach. Die hören nicht auf zu gewinnen. Das ist so bitter. Wir müssen selber gegen die gewinnen. Hoffenheim 2-1 gegen Hertha. Leverkusen 4-1 gegen Frankfurt. Köln 5-1 gegen Hannover. Schalke 0-2 gegen Gladbach. Bielefeld 0-3 gegen Bremen. Und Augsburg 2-1 gegen Freiburg. Ja, wir stehen da. Hoffenheim kommt jetzt auch mit den Gegentoren wieder ran. 13 Gegentore. Aber unsere Offensive, ja, Bayern kommt ran, aber zwischendurch machen wir mal wieder die Spiele. Dann schauen wir, Schlotte ist in der 11. Spieltages, aber Spieler des Tages ist Joel Piroe. GG. So, weiter geht's in der Liga. Schlotte hat natürlich eine 15er Form, aber darf trotzdem nicht mit. Raschel kommt mit oder nämlich Marco Reus. Ich nehme mal den Capitano mal wieder mit. 35-jährigen Marco Reus mit einer 77er Stärke. Nehme ich mal wieder mit. Schlotte, ja, 15er Form ist zwar schön und gut, aber ich will die anderen beiden aufbauen. Gebt euer Bestes hier gegen den vierten. Wir können sie auf Abstand halten. Ich weiß auch gar nicht, wie momentan die Punktelage zwischen uns aussieht. Statistikenzentrale, nein, hier geht das nicht. Bayern auf jeden Fall mit der 1-0-Führung. Da sehe ich das nicht. So, wie geht es hier weiter? Okay, die ersten 10 Minuten sind gespielt. Bisher ist es eher eine ruhige Partie. Zwischendurch kommen immer wieder mal auf beiden Seiten Chancen. Jetzt kriegt Roussillon auf jeden Fall die frühe rote Karte. Das ist spielt natürlich in unsere Karten. Wortspiel. Chiesa mit dem 1-0 direkt, weil er keinen Gegner mehr hat. Castells mit dem 2-0 als Eigentor. Und es sieht sehr gut aus. 2 Minuten. 2 Tore in der ersten Halbzeit für uns. Können wir das noch weiter ausbauen? Können wir diese rote Karte weiter ausnutzen? Das wäre natürlich am besten. Und die ist sogar gelb vorbelastet. Ne? Bellingham mit dem 3-0. Vorlage von Hakimi. Chiesa auf jeden Fall mit dem 4-0. Also Chiesa, das ist sein Game heute. Wir gehen mit einer 4-0-Führung in die Halbzeit. Spielergespräche, Assistent kann das hier alles machen. So haben wir uns das vorgestellt. Hast du mit Condé gesprochen? Nein. Der ist gelb vorbelastet, deswegen darf Schlotte rein. Für ihn von Anfang an. Cassie darf noch mal kurz ein paar Minuten, aber da kommt Reus gleich auch mal noch mal wieder zu ein paar Minuten. Ne? Auf jeden Fall sieht das sehr, sehr stark hier aus, wie das momentan läuft. Ich kann mich nicht beschweren. Wir machen hier gerade ein gutes Ding. Und ja, Wolfsburg hat nichts dagegen zu setzen. Die rote Karte ist natürlich sehr stark, weil Roussillon ist Innenverteidiger. Chiesa mit dem 5-0. Aber, so, Joao Felix kommt rein, Mbappé kriegt, nee, Mbappé bleibt noch, Marco Reus kommt rein für Reyna und Guerrero macht für Cassie Platz. Und dann habe ich noch einen Wechsel, den ich dann später bringen würde, entweder Mbappé, Guerrero macht auf jeden Fall das 6-0, sehr, sehr wichtig für unsere Differenz, ne, dass wir Bayern schön weiter auf Abstand halten, was die Tore angeht. Und dann, ja, Timo Werner kommt nochmal rein für Mbappé. Und da kassieren wir natürlich nochmal das 1-6, damit es auch schön da bleibt, dass wir nur 5 Tore plus machen und nicht 6 Tore. Es ist einfach so genial, diese Gegentore, die wir kassieren. Bitter. 6-1 spielen wir gegen Wolfsburg. Statistisch gesehen 17-5 Chance, 5 Torchancen hatten die trotzdem, trotz der hier, roten Karte von Roussillon. Wir gucken uns die anderen Ergebnisse an. Gladbach spielt 2-2 gegen Hoffenheim. Hoffenheim hat gepatzt. Hoffmann hat gepasst, aber Bayern gewinnt auch gleichzeitig 4-1 gegen Augsburg. Also wir haben sie auf ein Tor Abstand gehalten. Die sind auf ein Tor Abstand haben wir sie gehalten. Haben wir ausgebaut auf ein Tor. Nee, auf zwei. Auf zwei Tore. Die haben 6, wir haben 6-1 und die 4-1. So, Hannover spielt 0-4 gegen Leipzig, Freiburg 4-1 gegen Schalke, Hertha 1-2 gegen Frankfurt, Stuttgart 2-1 gegen Bielefeld, Mainz 2-2 gegen Köln und Bremen 0-1 gegen, nee, Mainz 2-2 gegen Leverkusen und Bremen 0-1 gegen Köln. So, wir sind 2 Punkte hinter den beiden. Differenzmäßig stehen wir besser da. Die haben zwar weniger Gegentore, aber. Und Tore haben wir natürlich mehr geschossen. Insgesamt 9 Tore mehr als Bayern. Und das wollen wir natürlich noch weiter ausbauen. Chiesa und Bellingham sind in der 11. Spieltages, aber Spieler des Tages ist André Silva. GG. Finanziell sieht es natürlich sehr mies gerade aus. Minus 7,1 Millionen haben wir und die kriegen halt noch für 6 Spiele jeweils 2,5 Millionen.
Also da geht noch einiges an Geld weg. Schlotter hat mittlerweile eine 16er Form, Guerrero eine 14er Form, Marco Reus hat eine 14er Form. Also ich muss die quasi alle mitnehmen. Auf jeden Fall geht es mir jetzt gegen Bielefeld ran. Und ja, ich bin gespannt, ob wir gegen Bielefeld genauso stark spielen wie gegen Wolfsburg. Das Hinspiel haben wir 7-1 gewonnen, dieses Mal am besten ohne Gegentor. Weil ich will keine Gegentore mehr kassieren, aber ich kassiere jedes Spiel eins. Dieses Jahr habe ich noch kein Spiel ohne Gegentor gehabt, glaube ich, ne? Wenn ich mich recht entsinne. Doch, das 3-0 gegen Hannover war das? Ne, Hannover habe ich gar nicht gespielt. Chiesa auf jeden Fall wieder mit dem 1-0. Gerade der Dreierpack geschossen gegen Wolfsburg und hier trifft er wieder. Läuft beim, sein 12. Saisontor müsste es sein. Also ich kann mich nicht beschweren über diesen Spieler, der sich jetzt langsam eingespielt hat. Obwohl, Mbappé und Chiesa habe ich gekauft, ne? Nee, und Chiesa kam letztes Jahr. Hier, Joao Felix. Cassie mit dem 2-0. Stark, stark, stark. Wir gehen mit 2-0 Führung in die Halbzeit. Assistent. Halbzeitansprache. So haben wir uns das natürlich vorgestellt. Und der ist wieder mal ja gelb vorbelastet quasi. Das ist ein bisschen riskant, deswegen wechsle ich ihn jetzt schon ein. Schlotte kriegt immer seine Halbzeit, kann sich dann langsam warm spielen. Und ich bin so gespannt auf diesen Spieler, ne? Ich bin so gespannt auf Schlotte dieses Jahr. Bellingham mit dem 3-0. Joao Felix kommt jetzt. Komm, 60. mache ich einmal so einen Komplettwechsel hier. Joao Felix kommt rein. Dembélé kommt rein. Dann haben wir noch einen Marco Reus, den ich reinbringen könnte. Guerrero kommt rein für Hakimi, der die gelbe Karte gekriegt hat. Einen Wechsel habe ich noch. Ja, und da bringe ich einfach. Nee, das will ich nicht riskieren. Wir führen nur 3-0. Ich will es noch nicht riskieren. Wir bringen Marco Reus später. El Capitano kommt später. So. Ich bin gespannt auf Schlotte, Süle, Adeyemi, auf die Dortmunder Mannschaft dieses Jahr generell. Bin ich einfach mega gespannt drauf. Ich habe da mega Bock auf diese Mannschaft. Ich freue mich. Ich habe mich auch beworben für die ersten Saisontickets gegen Leverkusen. Und ich bin mal gespannt, wie das abläuft. Ob ich da mein Glück finde. Ob ich die kriege. Kontos gedeckt. Müsste eigentlich alles abgehen. Ich bin gespannt. Und wir gewinnen hier easygoing mit 4-0, weil Dembélé nach 94. Minute noch einen drauflegt. Stark. Kein Gegentor dieses Mal. Zwar kein 7 Tore von uns, aber wieder 4 Tore. 2-10 Chancen. Gut dominiert. Bin ich mir zufrieden. Wir schauen. Wolfsburg spielt 5-0 gegen Bremen. Leipzig gewinnt 4-2 gegen Bayern. Danke. Hoffenheim zwar 3-2 gegen Hannover, aber egal. Wir haben Bayern überholt. Frankfurt 0-4 gegen Gladbach. Leverkusen 0-1 gegen Hertha. Köln 3-1 gegen Freiburg. Schalke 1-2 gegen Mainz. Augsburg 2-2 gegen uns und wir sind endlich auf dem zweiten Platz wieder. 2 Punkte hinter Hoffenheim, die auch mittlerweile 17 Gegentore haben. Ja, und wir sind mittlerweile 11 Tore vor den Bayern. Ja, es läuft gut. Und Spieltagsstatistik, wir schauen mal. Cassie und Bellingham sind nominiert, aber Spieler des Tages ist Kenan Yildiz. GG. Die dritte Runde im DFB-Pokal steht an. Mission Titelverteidigung ist auch hier voll im Gange. Guerrero hat eine super Form, aber Mendes ist immer noch stärker. Deswegen lassen wir es erstmal so stehen, wie es steht. Wir gehen rein in das Game gegen Hannover 96. Wollen hier natürlich ein Sieg ist Pflicht. Wir schaffen die nächste Runde. Ich will das Ding hier gewinnen. Ein Sieg ist wirklich Pflicht gegen diese Mannschaft von Hannover. Und guckt euch einfach mal an, was wir da auf den Platz gebracht haben. Mittlerweile 1, 2, 3, 4, 94, 95er. Und welche die Kurs von der 90 sind mit Haaland, Chiesa, Hakimi, Koundé und Mendes. Bis jetzt ziemlich torlose Partie. Kommt schon. Was ist da los? Erste Halbzeit bleibt eher torlos, stand jetzt. Wir gehen auch gegen die Schlussphase. Wird es ja erstmal wieder eine lange. Es ist das erste Mal seit langem eine Halbzeit, wo wir nicht mit in der Führung in die Halbzeit gehen. Assistent hier, Halbzeitansprache. Jetzt schlägt unsere große Stunde. Ihr müsst das Ding hier gewinnen. Die Spieler wärmen sich auf. 3 Wechsel habe ich nur. Bellingham mit dem 1-0. So wichtig, der Junge. So wichtig. Stark, stark, stark. Chiesa mit dem 2-0 macht den Deckel gefühlt schon drauf. Chiesa mit dem 3-0 macht den Deckel auf jeden Fall drauf. Felix kommt jetzt rein für Haaland. Timo Werner kommt rein für Mbappé. Marco Reus kommt da erstmal, erstmal nicht rein. Schlotte kommt rein für Koundé und das war mein letzter Wechsel. Bellingham mit dem 5-0 und das Ding ist durch.
Das Ding ist durch. Hier werden wir uns nichts mehr an. Hier werden wir nichts mehr anbrennen lassen. Da sind wir wohl oder übel sicher. Und auch in DFB-Pokal sind ja schon sehr viele Favoriten raus, ne? Müssen wir mal schauen, wie das aussieht jetzt. Müssen wir mal schauen. João Felix macht auf jeden Fall nochmal in der 90. das 6:0 klar. Und ja, der Schlusspfiff. Wir gewinnen hier locker mit 6:0 gegen Hannover. Und das Ding hier klar gemacht. Statistiken schauen wir uns mal an. 11:3 Chancen. Stark gespielt. Wir schauen uns mal die anderen Ergebnisse an. Bremen gewinnt gegen Leverkusen. Auch wichtig. Hoffenheim gewinnt hier auch gegen Augsburg. Man macht eine sehr, sehr starke Saison. Köln gewinnt gegen Wolfsburg. Gladbach gegen Saarbrücken. St. Pauli gewinnt gegen Frankfurt. Freiburg gegen Rattenhof und Waldhof Mannheim gegen Hamburg. Es sind nicht mehr so viele Favoriten drin. Mal sehen, wen wir in der nächsten Runde kriegen. Weil eigentlich ist jeder Gegner dafür für uns machbar. Der einzige, gegen den wir bis jetzt nicht gewonnen haben, sind Pauli und Bremen und Köln. Die haben wir alle verloren, ne? Aber ein Pokal schreibt seine eigene Regel. Wir spielen auf jeden Fall zu Hause gegen Köln. Stark, 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 stark. Wir sind klarer Favorit in dieser Gruppe. Also wir sind generell immer klarer Favorit im DFB-Pokal. Und darauf will ich auch ausmauern. Jetzt kommt nur noch das Spiel gegen Augsburg. Dann werde ich die heutige Folge beenden. Und dann geht es auch schon weiter. So, erstmal jetzt Augsburg. Mannschaft steht. Wir gehen direkt rein. Haben genug auf der Bank zum Wechseln. Kämpft um jeden Ball. Die Mannschaft soll ein akzeptables Ergebnis erzielen. So, so spricht man es richtig aus. So, ich bin gespannt, ob wir hier das Spiel von Hannover einfach mitnehmen können. Das wäre so perfekt, wenn wir das einfach mitnehmen können. Ja, Kylian Mbappé mit dem 1:0 in der 13. Minute. Sieht Stand jetzt danach aus, dass wir das einfach so weiter mitnehmen. So, können wir das noch vor der Halbzeit ausbauen? Wäre wichtig, auf jeden Fall so viele Tore zu schießen, wie es geht, damit Bayern nicht an unsere Tore rankommt. 23. Spieltag schon. Mbappé auf jeden Fall mit dem Doppelpack. Auch sehr, sehr wichtig. Haaland mit der Vorlage. Wir gehen in die Schlussminuten der ersten Halbzeit. Tavernier kriegt nochmal die gelbe Karte von Augsburg. Und da müsste der Abpfiff kommen. Wir gehen mit einer 2:0-Führung in die Halbzeit. So, Assistent macht das hier. So haben wir uns das natürlich vorgestellt. Wir gehen erstmal unverändert rein. Die Spieler wärmen sich auf und werden in der 60. Minute kommt der Vierfachwechsel. Und dann schauen wir mal, der Licht kriegt dann seine Pause. Reyna macht auf jeden Fall nochmal das 3:0. Macht den Deckel quasi schon früh zu gegen Augsburg. Und in der 60. Minute kann ich hier erstmal schauen. Der Licht braucht eine Pause. Der Haaland braucht eine Pause. Und was denn noch? Ja, sonst würde ich erstmal abwarten. Sonst würde ich erstmal abwarten und Mbappé macht auf jeden Fall nochmal das 4:0. Wichtig, wichtig, wichtig. Dembélé kommt rein für ihn hier. Marco Reus kommt rein für Reyna. Und Timo Werner kommt rein für Mbappé. Einfach nur, um die Frische zu behalten. Und Timo Werner macht sogar nochmal das 5:0. Also es sieht sehr gut aus. Wenn wir sogar hier noch mit einem 0-0. Ja, mit einem 0:5 gehen wir runter. Wir gewinnen einfach. Wichtig, wichtig, wichtig. Ich bin gerade momentan einfach nur in diesem Wort wichtig. Mehr kann ich dazu nicht sagen. 12:3 Chancen. Mbappé hatte heute wichtige Tore geschossen. 23 Spiele, 12 Tore. Als Linksaußenspieler momentan wirklich. Mit einer 97 ist einfach im Game. Er ist einfach im Game. Wir schauen einfach mal. Gladbach spielt 3:1 gegen Leverkusen. Bayern gewinnt leider 4:3-2 gegen Schalke. Hannover 0:0 gegen Bielefeld und Freiburg 0:1-1 gegen Hoffenheim. Hertha 1:3 gegen Köln. Stuttgart 0:4 gegen Wolfsburg. Mainz 1:1 gegen Frankfurt und Bremen 1:4 gegen Leipzig. Und wir sind wieder Erster. Punktgleich mit Hoffenheim, die ein Gegentor mehr haben als wir. Und wir sind aktuell bei 74 Tore. Das heißt 26 Tore noch und wir haben über 100 Tore geschossen. 26 Tore noch. Spieltagsstatistik schauen wir einfach mal. Mbappé und Mendes sind in der 11. Spieltages, aber Spieler des Tages ist Dani Olmo von Leipzig. Ich kann dazu nur sagen, GG, und hier würde ich die heutige Folge auch beenden. Nächste Woche geht es dann gegen Leipzig und in die Champions League-Partien gegen PSG weiter. Ja, direkt das nächste Spiel ist gegen PSG. Ich bin gespannt. Dann müssen wir auch noch gegen Hoffenheim das Rückspiel und können die Punkte ausbauen, wenn wir nicht gegen Leipzig jetzt schon ausbauen. Und dann haben Schalke, PSG das Rückspiel, Frankfurt und Köln im DFB-Pokal. Auf jeden Fall bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst eine Bewertung da. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao!
Ich weiß, dass sie wissen, ja, ich habe keine Zeit. Mache immer weiter, denn ich fühle diesen Vibe. Viele wollen connecten, weil sie wissen, wer ich bin. Aber ich habe kein Interesse, weil ich nicht weiß, wer sie sind. Aber lass